Hallo, herzlich willkommen zur Folge 16 von Café Stillpoint. Ich freue mich sehr, heute Gudrun Medeb bei uns zu Gast zu haben. Gudrun ist seit sehr, sehr langer Zeit Dolmetscherin an der WSO. Und ich hab heute überlegt und festgestellt, dass eigentlich nur der Raphael und ich noch länger für die WSO arbeiten als du. Und ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Und ich habe überlegt, wie ich das anmoderiere und habe gedacht, ich freue mich sehr, dich endlich einmal vor den Vorhang bitten zu können. Aber vor dem Vorhang oder auf der Bühne bist du sowieso immer. Nur meistens geht es nicht um dich, sondern um irgendwelche anderen und das, was irgendwelche anderen sagen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass es dafür heute auch Zeit gibt. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich finde es auch ganz nett, dass ich mal selbst zu Wort komme und das sagen kann, was ich meine und nicht nur das, was andere meinen. Das ist eine seltene Gelegenheit, die mir hier geboten wird und ich werde sie redlich ausnützen. Bitteschön, bitteschön. Gudrun übersetzt nicht nur für die WSO, sondern auch in allen möglichen anderen Situationen, in Business-Situationen für alle möglichen Politiker. Wir freuen uns, dass sie nicht nur für Angela Merkel und den Heinz Fischer da Zeit hat, sondern immer wieder auch zu uns kommt. Zwischendurch ein paar Bücher von irgendwelchen osteopathischen Klassikern, die übersetzt werden, ab und zu ein Kongress in der Kabine mit Simultandolmetschen. Also deine Arbeitsfelder sind vielfältig. Aber du bist schon sehr lang bei uns und das ist schön. Wie hat das alles begonnen? Ja, wie hat das begonnen? Das hat begonnen Anfang der 90er Jahre. Ihr hattet gerade erst die Schule gegründet und meine Schwester Ingrid, die war ja in der allerersten Gruppe mit dabei. Das war diese Gruppe, in der so Namen vertreten waren, wie der Andi Kainz, wie der Peter Sommerfeld, die Gudrun Wagen und jetzt vergesse ich all die anderen, tut mir leid. Und natürlich auch du und der Raphael. Und ihr habt euch irgendwann mal zum Heurigen getroffen und die Ingrid hat zu mir gesagt, komm mit zum Heurigen, ich glaube, die brauchen eh nur einen richtigen Dolmetscher, vielleicht geht da was. Gesagt, getan, sind wir also zum Heurigen gefahren und haben dort einen sehr, sehr netten Abend verbracht. Mit Louis und Bernard? Oder genau, Louis und der Bernard waren da mit dabei. Damit war auch für den lustigen Teil des Abends gesorgt. Der Louis hat ja immer ein paar gute Witze auf Lager gehabt. Und ja, wir haben also den Abend dort gemeinsam verbracht und du hast mich dann so informell mal gefragt, ob ich denn Interesse hätte, eventuell auch für die WSO zu dolmetschen. Und ich war damals noch eine relativ junge Dolmetscherin und wenn man da gefragt wird, ob man etwas Neues machen möchte, dann sagt man mal prinzipiell ja. Und dann hast du mir angeboten, mir das einfach mal anzusehen, mich einfach mal in einen Kurs hineinzusetzen und mal zu hören, worum es dabei eigentlich tatsächlich geht. Und auch das habe ich dann gemacht. Das war ja damals noch in dem Hotel im 19. Bezirk. Kaiser Franz Josef. Genau, da gab es ja noch nicht diese Räumlichkeiten in der Fremberger Gasse. Und dann saß ich also da ganz hinten im Winkel sozusagen und habe zugehört. Und ich muss gestehen, ich habe nichts verstanden. Ich glaube, es war der Louis Rambaud hat über das Sacrum gesprochen, aber ich wusste weder genau, was das Sacrum und wo das Sacrum ist, noch was ein ISG oder sonst etwas ist. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, da musst du jetzt einfach durch. Habe also auch auf deine nächste Frage, ob es mich immer noch interessiert, wieder ja gesagt, mit ein bisschen einem flaueren Gefühl im Bauch. Und dann, ja, dann ging es irgendwie, es hat dann nicht mehr lange gedauert, ist es dann losgegangen. Ich habe mir natürlich dann in der Zwischenzeit verschiedene Bücher gekauft, Platzer, den es ja glücklicherweise auch auf Französisch gab. Und damals war ja alles Französisch. Ja. Und dann habe ich also parallel angefangen, Anatomie zu lernen, weil ich musste es ja auch nicht nur auf Deutsch lernen, sondern musste es auch auf Französisch lernen. Und Französisch ist ja, was die Anatomie betrifft, furchtbar. Nicht mehr ganz so furchtbar heute, aber damals waren es also noch all diese Begriffe, die heute keiner mehr verwendet, die nichts mit der Nomenklatur der Internationalen zu tun haben. Ja, das waren die Anfänge von einer langen Geschichte, die mittlerweile ja 28, 29 Jahre alt ist. Ja, ja. Genau.
Ja, und dann ging es. Wie groß ist deine osteopathische Bibliothek? Wahrscheinlich gibt es nicht viele Osteopathen, die so viele Bücher im Regal stehen. Ich habe schon eine sehr, sehr große Bibliothek. Und nicht nur osteopathisch, weil ich musste mich ja auch auf all diese anderen Dinge wie Physiologie oder Embryologie oder ähnliche Dinge vorbereiten. Also ich habe eine ganz ansehnliche Bibliothek, das muss ich schon sagen. Ich habe mir jetzt schon mal überlegt, an wen ich die vermachen kann. Also, man denkt ja in meinem Alter ja manchmal an solche komischen Dinge. Und aber es ist eine ganz anschauliche Bibliothek. Aber das ist auch toll. Und damals, darf man ja auch nicht vergessen, da gab es ja noch keine E-Books. Es war alles, man musste alles kaufen und bei sich dann irgendwo lagern. Und über Osteopathie sowieso gab es ein Buch auf Deutsch von Alan Stoddard. Genau, und also sonst überhaupt nichts. Genau, und das war natürlich auch ein Programm, ein Problem in diesen Anfangszeiten, dass es eigentlich keine Literatur gab. Es gab im Französischen gab es ein paar wenige Bücher, aber Deutsch gab es eben, wie gesagt, eigentlich praktisch nichts. Und das hat auch noch viele Jahre gedauert. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dieses Buch über Leitfaden Osteopathie in den Händen hielt. Das hätte ich gerne gehabt, als ich angefangen habe. Aber naja, so war es eben nicht. Und ja, ich habe mich dann eben langsam eingearbeitet, jedes Mal vorher genau gefragt, welcher Teil der Anatomie denn jetzt dann behandelt wird. Und so ging es. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, die ersten Jahre waren natürlich auch Pionierjahre. Das heißt, auch die Studenten waren vermutlich nachsichtiger, als sie es vielleicht heute manchmal sind, wenn die Dolmetschung nicht ganz so gut ist. Aber das ist auch normal. Und ich bedanke mich im Nachhinein noch für all die viele Unterstützung, die ich am Anfang auch bekommen habe, wenn ich wieder hilfesuchend in die Menge geschaut habe und irgendjemand dann mir ausgeholfen hat. Also das war sicher sehr nett, ja. Bei der Anatomie, da gibt es ja Referenzen und da gibt es ja schon lange Bücher und da gibt es auch schon eine Sprache. Aber in der Osteopathie, im Deutschen, gab es das ja noch nicht. Wo hast du die Begriffe hergenommen? Wo hast du die Worte hergenommen? Gut, die habe ich mir eigentlich aus den Fingern gesagt. Mhm. Das Erste, was man macht, ist, wenn man einen Begriff noch nie gehört hat, dann übersetzt man ihn mal einfach so wörtlich wie möglich. Mhm. Und dann bei diesen Begriffen kam ja ohne dies dann auch vom Vortragenden immer auch eine Erklärung dazu. Dann hat man versucht, das irgendwie entweder sich zu merken oder kurz aufzuschreiben und hat dann in der Nachbearbeitung, habe ich dann immer wieder versucht zu überlegen, war denn das jetzt wirklich der adäquate Begriff oder sollte man das vielleicht noch irgendwie habe möglicherweise auch mit einem Teilnehmer gesprochen, wie würdest du das jetzt vielleicht benennen oder so. Also da muss man dann schon auch im Nachhinein noch ein bisschen darüber, ein paar Gedanken darauf verwenden. Mhm. Oder es kam dann im Laufe, Begriffe kamen ja in einem Kurs dann mehrfach vor, dann beim ersten Mal gelingt vielleicht die Übersetzung nicht ganz so gut und beim zweiten oder dritten Mal ist dann das richtige Wort gefunden. Ich habe damals immer schon den Eindruck gehabt, dass du dich vorbereitest auf Kurse. Oh ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Arbeit eines Dolmetschers. Man muss sich vorbereiten. Und man bereut es immer dann, wenn man es nicht und auch heute noch. Also es ist, natürlich ist die Vorbereitungszeit heute für einen Kurs, den ich schon mehrere Male gemacht habe, nicht mehr so lang wie vor 20 oder 25 Jahren. Aber man muss vorher ganz kurz wieder so ein bisschen die Dinge in den Vordergrund rücken und mal kurz sagen, okay, jetzt geht es ums Ohr, was gehört da alles dazu? Da gibt es dann immer wieder ein paar so feine Strukturen, irgendwelche Nervenstrukturen oder so, die man nicht täglich verwendet und die dann einfach wieder schnell quasi ins Bewusstsein geholt werden müssen. Also Vorbereitung ganz allgemein ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit. Ohne dem geht es eigentlich nicht wirklich. Zurück zu den Begriffen, die es damals ja noch nicht gab. Inzwischen gibt es ja in der deutschen Fachliteratur die starke Tendenz, alles einzudeutschen. Und wenn man dann ein Kraniobuch aufschlägt, dann gibt es da so Ausdrücke wie die V-Spreiz-Technik oder so, wo das für mich ab und zu eigenartig ist. Wie hast du das immer gehalten? Wann hast du was gleichgelassen, für Englisch oder Französisch verwendet, auch im Deutschen? Wann hast du gesagt, da gehört ein deutscher Begriff her? Ja, ich glaube, man muss mal grundsätzlich unterscheiden, ob der Begriff Französisch oder Englisch ist. Weil beim Englischen kann man mal sehr häufig davon ausgehen, dass viele der Studenten auch den englischen Begriff vielleicht nicht ganz verstehen, aber zumindest mehr verstehen, als wenn es ein französischer Begriff ist. Und damit
Und dann habe ich es gerne immer so gehalten, dass ich zunächst mal bei der Übersetzung den englischen Begriff gesagt habe und dann eine deutsche Übersetzung hinzugefügt. Und dann mit der Zeit haben sich dann gewisse Begriffe eingebürgert wurden dann zu einem Standardbegriff und andere blieben dann eben englisch, wie es auch in so vielen anderen Bereichen oder allgemein auch in der Medizin ist, dass eben viele Fachbegriffe einfach englisch belassen werden. Lustig ist die Geschichte mit dem Listening und mit dem Ekut. Weil am Anfang wurde Kranio ja auf Französisch unterrichtet. Bei Jean Arlot hat das ja damals noch gemacht. Und es ging also immer um den Ekut. Ich habe also sozusagen diesen Begriff auch im Deutschen eingeführt. Da ging es dann noch um die Frage, ist es jetzt der, die oder das Ekut? Ich habe mich dann mit mir selbst auf der Ekut geeinigt. Und dann kamen die Engländer und haben Kranio unterrichtet. Und da kam plötzlich dann das Listening. Und dann war die Frage, okay, was verwendet man jetzt? Verwendet man einheitlich Listening, auch wenn man aus dem Französischen dolmetscht? Oder verwendet man, wenn man aus dem Französischen dolmetscht, Ekut und sagt dann irgendwo in einem Nebensatz mal, okay, das ist eigentlich das, was die Engländer Listening nennen? Oder macht man alles, nimmt man einen einzelnen Begriff? Ich habe mich da mit mir geeinigt, auch so ein bisschen aus Verneigung vor den Franzosen, dass es ein Listening und einen Ekut gibt. Und ich mache das auch bei den Büchern, die ich übersetze, also gerade Jean-Pierre Maral, der ja immer wieder auf den Ekut zurückkommt. Da wird dann halt irgendwo in einer Fußnote oder in einem Nebensatz festgehalten, dass das eben das Listening ist, aber es gibt dort auch immer noch einen Ekut-Test, bei mir zumindest. Ja. Wenn du so dich zurückerinnerst an all die Jahre und an die vielen, vielen Osteopathen, die du übersetzt hast, was waren so die Highlights? Was hat am meisten, mit wem hat es am meisten Spaß gemacht? Mit wem hat es mir am meisten Spaß gemacht? Das ist eine gute Frage. Was mir immer wieder sehr viel Spaß macht, sind neue Dinge mal, ganz allgemein. Mhm. Also, dass man sich wieder neu definieren, neu herausfordern muss, das ist eines. Woran ich mich gerne erinnere, und das ist schon lange her, einfach ist diese meine erste Begegnung mit André Rassiot. Und diese legendäre Geschichte, meine erste Kranio-Stunde und er hat mich dann irgendwelche Schädelknochenbewegungen vorzeigen lassen. SSB-Mustern vorzeigen lassen und ich, ja, er hat mich so beeindruckt, dass das irgendwie gegangen ist. Das war sicherlich eine ganz nette Sache. Den Jean Arlot habe ich schon erwähnt, das war auch einer von meinen Lieblingen, wenn ich so sagen darf. Der hat mir immer unendlich lang überzogen. Also es gab nie einen Kurs, bei dem er rechtzeitig fertig geworden ist. Aber es waren immer sehr schöne Kurse. Und natürlich ganz, ganz sicherlich Bernard Linier, mit dem ich ja so viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und am Anfang war es ja er und ich und dann kam noch der Louis Rambaud und dann kam Jean Arlot dazu. Also wir haben schon sehr, sehr viel Zeit da vor den Studenten miteinander verbracht. Und das war eine wirklich wunderschöne Zeit, an die ich auch gerne zurückdenke. Lustig war natürlich auch immer die Jane Carrero, die ist auch eine von meinen Lieben. Und die leider schon verstorbene Susie Booth, mit der war es auch immer sehr, sehr nett. Die hat dann immer versucht, mich aufs Glatteis zu führen, indem sie irgendwelche ganz ausgefallenen englischen Sprichwörter eingebaut hat. Und dann stand sie dort und hat geschaut, okay, und was kommt jetzt? Aber es war immer sehr freundschaftlich und sehr, sehr nett. Und ja, dann denke ich natürlich auch gerne zurück an die Zeit, in der Caroline Woodhatton noch mit dabei war, die leider auch schon verstorben ist. Und dieses Team, dieses Tandem, Nick und Caroline, das war natürlich auch eine ganz spezielle Sache. Die Bemerkungen aus der letzten Reihe. Genau. Also das war auch wirklich schön. Ja, und es könnte natürlich noch sehr, sehr viele andere nennen. Der Kok Weng ist natürlich auch einer von meinen Lieblingen. Die Laurence Faudrinier liebe ich auch sehr. Und dann bei den Postgraduates natürlich die Geneviève Kermorgan oder natürlich auch die Nathalie Cameron. Also es gibt viele. Ich kann eigentlich nicht sagen, dass es irgendjemanden gibt, mit dem ich ungern zusammengearbeitet habe. Manche
mit manchen hat sich eine bessere Beziehung gebildet, weil man öfter zusammengearbeitet. Ja, ja. Vergessen darf ich natürlich auch die Fiona Walsh nicht. Ah, natürlich, ja. Die ist natürlich auch noch eine und dann noch viele andere mehr. Ja, das ist eine Liste ist lang. Und was irgendwann auch schwierig, wann wird das Übersetzen schwierig? Ja, schwierig wird es, wenn man müde wird am Ende eines langen, langen Tages, wenn sehr viel Theorie ist. Schwierig ist es, wenn es ein sehr schwieriges Thema ist, auf das man nicht vorbereitet war oder sich nicht ausreichend vorbereitet hat, was ja auch manchmal passiert, sei es, weil man nicht genügend Zeit hatte, weil man erst am Tag zuvor das Skriptum geschickt bekommen hat oder weil man sich gedacht hat, das geht jetzt in diese Richtung und dann ging es doch ein bisschen in eine andere Richtung. Und also dann ist natürlich auch die Konzentration viel, viel größer. Und dann, wenn man dann auch zusätzlich noch müde wird, ist es natürlich oft ein bisschen schwierig. Wenn jemand sehr, sehr schnell spricht und sehr, sehr lange Passagen natürlich auch macht, und gerade dann, wenn es irgendwie sehr komplex wird, so die gängigen Dinge, das kann man nach einer gewissen Zeit, aber auch manche Sprecher haben natürlich auch die Tendenz dazu, gerade wenn es für sie auch manchmal komplizierter und komplexer wird, dann umso schneller zu werden. Du provozierst es aber manchmal auch, oder? Du sitzt dann da und sagst, bring it on, baby. Ja, weil... Und übersetzt dann 5 Minuten wortwörtlich. Naja, wortwörtlich vermutlich nicht, aber es ist halt so, dass... Wenn jemand nicht gewöhnt ist, mit Dolmetscher zu arbeiten, und diese Dolmetschsituation, die wir hier an der WSO haben, ist eine ganz spezielle. Es ist weder eine Simultandolmetschung, wo man eben in der Kabine sitzt und mit Kopfhörern arbeitet, noch ist es eigentlich eine Konsekutive, wo man ja mitschreiben würde und dann das Ganze übersetzt. Und es ist so ein Ding dazwischen. Und wenn jemand nicht gewohnt ist, auf diese Art und Weise zu arbeiten, dann macht er teilweise Halbsätze. Und Halbsätze sind für den Zuhörer ein absoluter, unverständlich teilweise, weil immer so eigentlich ein wesentliches Element fehlt. Und dann muss ich natürlich versuchen, das durchzusitzen und nicht zu sagen, wenn mir so ein halber Satz geliefert wird, damit der Vortragende eben merkt, er kann sehr wohl auch mehr sagen, was dann oft ins Gegenteil sich umkehrt und dann hören sie überhaupt nicht mehr auf. Das ist die andere Sache, die dann hier passieren kann. Vielleicht ist es auch eine Frage der Sprache. Also meine Erfahrung mit Dolmetscherinnen in Russland zum Beispiel, die Nastasia, die hat das gern, wenn ich sehr kurze Sätze und auch halbe Sätze spreche. Und im Russischen funktioniert, ich weiß nicht, kann nicht Russisch, aber das scheint zu funktionieren, dass man auch die Hälfte einmal übersetzt und dann weiterredet oder so. Im Deutschen ist es wahrscheinlich schwieriger von der Syntax her, oder? Ja. Es ist sicherlich eine Frage der Syntax, natürlich mit dem berühmten Verb, das immer ganz zum Schluss kommt natürlich. Aber es ist auch, ich glaube, es ist auch eine persönliche Sache. Ich liefere gerne ein Produkt, das schon ein bisschen fertig ist. Ich glaube, es ist schon so dieser kommunikative Aspekt, der ja gerade in dieser Art von Dolmetschung, wie wir es hier dann bei WSO betreiben, ganz, ganz wichtig ist, weil man ja direkt vor den Studenten steht, weil man die Studenten dann natürlich auch kennt, weil man dann auch an den Augen der Studenten teilweise erkennen kann, okay, jetzt haben sie aber nicht verstanden. das war jetzt nicht ganz, ganz klar, oder ich habe mich irgendwie ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, und daher habe ich es auch ganz gern, dass es eben wirklich so schon ein ganz, und die Studenten schreiben ja teilweise heute weniger als noch vor einigen Jahren, aber sie schreiben ja teilweise doch auch noch mit, und damit macht es auch Sinn, wenn da schon eine vollständige Sinneinheit tatsächlich vorhanden ist. In diesem Zusammenhang, damit ich das ja nicht vergesse, möchte ich einfach nur sagen, wie wichtig ich es finde und auch wie dankbar ich eigentlich auch bin, dass ihr hier an der WSO eigentlich fast ausschließlich professionelle Dolmetscher verwendet. Ich sage fast ausschließlich, weil es einfach manchmal oft nicht anders geht und es auch ein paar sehr gute gibt, die keine Dolmetscherausbildung haben. Aber ich finde es sehr, sehr lobenswert, weil wenn man sich ansieht, wie es anderswo ist, ist es keineswegs so. Und das glaube ich,
schafft auch eine, erstens mal eine Art von Kontinuität, was die Dolmetscher, und ich bin ja nicht die Einzige, wir haben die Barbara, die Naomi und so weiter, die ja mit mir gemeinsam diesen Part übernehmen. Und ich glaube schon, dass das die Qualität der Dolmetschung wesentlich verbessert, als wenn jemand so on and off mal immer wieder einspringt. Und ja, ich glaube, das tut auch dem Ruf der Schule gut, würde ich mal prinzipiell sagen. Wenn man absolut, so hört, wie die ausländischen Studenten, ich denke da an deutsche Studenten, die ja auch immer wieder hier an der WSO Unterricht oder Kurse besuchen. Also ich glaube, das wollte ich nochmal gesagt haben, weil ich finde das einfach wirklich wichtig und ja, Dankeschön dafür. Danke fürs jahrelange Kommen und Aushelfen und Mitarbeiten. Ich bin ja einer der Laien, die ab und zu in die Situation kommen, kurzfristig einzuspringen. Danke und, auch und, dafür. Und dann da vorne zu stehen. Und das klappt meistens eh recht gut. Ich kenne die Themen ja schon und die Vorträge. Und das klappt so lang sehr gut, wie ich derselben Meinung bin wie der Vortragende. Und es wird immer schwieriger, wenn ich mir denke, so kann man das aber nicht sagen. Und das stimmt eigentlich nicht ganz, was er da jetzt sagt. Und das macht mir das Übersetzen dann schon schwerer. Jetzt bist du ja jemand, der durchaus auch eigene Meinungen hat. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Du weißt, das ist falsch oder du bist nicht der Meinung und sollst das trotzdem jetzt übersetzen? Ja, also prinzipiell mal, da kommt eben wieder der professionelle Dolmetscher durch, der sagt, okay, ich übersetze das, was mein Vortragender sagt und natürlich denkt man darüber nach, aber versucht das nicht zu sehr zu hinterfragen, das ist die eine Sache. Und der Gesichtsausdruck ändert sich vielleicht ein bisschen. Möglicherweise, aber dann die andere Sache ist, dass jemand etwas falsch sagt, weil er sich verspricht, weil es offensichtlich ist, dass er jetzt nicht das so meint, dann frage ich einfach nochmal nach, ob denn das jetzt tatsächlich gemeint, was eben in dieser Situation, wie wir sie an der WSO haben, auch durchaus möglich ist, dass man eben zwischendurch einfach nachfragt, was zum Beispiel, wenn man in der Kabine sitzt, der gar nicht möglich ist und in manchen anderen Settings auch nicht möglich ist. Aber ja, also ich versuche meine eigene Meinung hier nicht wirklich durchblicken zu lassen. Ist manchmal nicht, also in der WSO gibt es ja wenige Situationen, wo es unangenehm wird oder wo man quasi völlig konträre Meinungen vertreten würde, als das, was da jetzt gesagt wird. Man hat vielleicht schon anderswo es anders gehört, aber und dann bin ja ich auch nie der Fachmann. Ja. Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Obwohl schon sehr viele Leute sagen, wenn der Professor nicht kommt, ist das kein Problem. Die Gutung kann den Kurs allein halten. Ja, so ist es nur, glaube ich, nicht. Zunächst mal schon diese hier, die haben das immer noch nicht gelernt, obwohl ich schon viele Flugstunden unter Anführungszeichen hinter mir habe. Aber das schaut natürlich immer so aus, als könnte man das alles. Aber ich kenne viele Zusammenhänge, aber einen Vortrag so aus dem Ärmel schütteln könnte ich mit Sicherheit nicht. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich dann etwas Interessantes bei einem Kurs gehört habe und mir denke, ah, das muss ich mir jetzt merken und das muss ich auch dann meinem Mann erzählen oder irgendjemandem anderen erzählen. Wenn ich das dann versuche, dann fällt mir doch wieder auf, dass da irgendwelche Lücken vorhanden sind, dass ich es nicht vollständig wiedergeben kann, weil, ja. Stichwort merken, das finde ich ganz spannend. Wenn ich übersetze, habe ich das Gefühl, es ist ganz schwierig, mir das zu merken. Ich habe das Gefühl, es geht hier hinein und da hinaus in einer anderen Sprache, ohne dazwischen irgendwie dauerhaft gespeichert zu werden. Geht es dir auch so, dass das ein ganz eigener man darf, State man of darf, Mind ist? Ja, es ist eigentlich so, dass man... Wenn man zu viel nachdenkt, hat man schon den Faden verloren. Genau so ist es, ja. Man darf sich wirklich nicht auf ablenken lassen. Konzentration ist hier wirklich das Wichtigste überhaupt. Und eben es auch nicht hinterfragen, auch leichter ist, es nicht zu hinterfragen, damit man eben dranbleiben kann. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was es ist. Wenn es etwas ist, wo man schon einen Kontext hat, dann kann man sich gewisse Details trotzdem merken und die wandern dann möglicherweise auch vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Aber wenn es etwas ganz Neues ist, kann man sich oft am Abend nicht mehr daran erinnern, was man tagsüber gehört hat. Man weiß dann vielleicht noch, dass es interessant war oder dass es schwierig war oder ähnliches, aber man kann es nicht mehr reproduzieren.
Wie ist es mit den Sprachen? Französisch lieber oder Englisch lieber? Also meine Herzenssprache ist das Französische. So gern ich das Englische mag, aber Französisch war immer meine Lieb, ist auch meine erste Sprache. Wir haben ja beim Dolmetschen so ein ABC-System. Und das ist also Französisch ist meine B-Sprache und Englisch ist meine C-Sprache. Und A eben als Muttersprache, das Deutsche. Also eindeutig das Französische. Deshalb freue ich mich auch so, dass es jetzt in letzter Zeit wieder mehr französischsprachige Vortragende gegeben hat. Im Postgraduate-Bereich. Also das hat mir große Freude bereitet. Beim Women's Health Kurs oder? Beim Women's Health Kurs war, haben wir da schon, ja, da haben wir die Geneviève Kermorgan natürlich. Dann haben wir diesen Mechanical Link, den der Olivier Sanson macht. Übrigens, weil wir zuerst von früheren Jahren gesprochen haben, den Paul Chauffour haben wir ja in Saint-Étienne an der Sido auch gesehen. Und jetzt haben wir den Mechanical Link. Im vorigen Jahrtausend. Ja, genau. Und jetzt haben wir den Olivier hier in Wien, der das Ganze hier in Wien wieder, den Mechanical Link wieder zu präsentieren versucht, ja. Den David Lachaise. Und dann gibt es noch ein paar auf der Liste. Diese Liste hat sich jetzt ein bisschen zeitlich verschoben aufgrund der aktuellen Situation, aber ich habe noch ein oder zwei andere. Einen Herrn Grolot. Ja, Pascal Grolot. Dann und einen. Noch ein oder zwei andere Französischsprachige, auf die ich mich erinnern kann. Kann ich mir jetzt an den Namen nicht mehr erinnern? Allard? François Allard. François Allard. Im Rahmen von Women's Health. Genau, im Rahmen von Women's Health, genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Laurence Vaudrinier, aber die spricht so hervorragend Englisch, dass sie eigentlich immer Englisch vorträgt. Stichwort Englisch. Französisch verstehen ja in jeder Gruppe nur ein paar, aber Englisch verstehen eigentlich die meisten. Das heißt, das können die alle eigentlich auch kontrollieren. Ist das stressiger als Französisch? Also jetzt deshalb? Nicht mehr. Es hat mich, am Anfang hat es mich schon ein bisschen mehr gestresst. Eben Englisch ist auch nur meine C-Sprache und das hat mich am Anfang schon ein bisschen gestresst. Aber mittlerweile ist es eigentlich kein Problem, muss ich sagen. Und die Studenten, das Feedback, das man von den Studenten bekommt, ist eigentlich auch immer sehr positiv. Sie schreiben ja teilweise doch noch mit und sie haben mehr Zeit zum Mitschreiben, sie hören es nochmal, sie können es damit gleich im Augenblick schon besser verarbeiten und man hört eigentlich selten, dass es unangenehm ist, wenn man das zweimal hört. Es passiert manchmal schon, dass es jemand sagt, aber im Normalfall ist das Feedback eigentlich doch gut. Und viele kommen dann auch eben auch drauf, dass sie eigentlich doch manche Dinge nicht ganz so verstanden hätten, wie es dann tatsächlich wird. Das stimmt natürlich. Das ist auch noch natürlich ein ganz schöner Prozess, auch weil jeder glaubt ja heute, dass er eigentlich eh Englisch kann. Es gibt halt umgekehrt, es gibt Leute, die glauben, sie können nicht Englisch, obwohl sie eigentlich mehr verstehen würden, wenn sie es versuchen würden. Das ist auch richtig, ja. Aber ich finde es trotzdem also in einer Ausbildungssituation ganz gut, dass man eben in der Sprache, in der man sich wirklich wohlfühlt, auch die Inhalte präsentiert bekommt. Das finde ich schon immer. Also es ist, ist lustig, weil ich arbeite mit Fremdsprachen und bin jetzt dabei, eine Übersetzungssoftware mir anzueignen. Und da gibt es natürlich so Online-Kurse und so. Und wenn es einen deutschsprachigen Online-Kurs gibt, liegt natürlich auch daran, dass ich das Programm auf Deutsch am Bildschirm habe, dann ziehe ich trotz alledem oft das Deutsche vor, einfach nur, weil man sich dann nicht auch noch um einen zusätzlichen Aspekt kümmert. Natürlich könnte ich es auch auf Englisch machen, ich könnte es auch auf Französisch machen, aber ich habe mir die Software auf Deutsch runtergeladen und ja. Das heißt, du vertraust einem anderen Dolmetsch mehr als dir selber? Ja. Gerade im IT, ich mache es umgekehrt, im IT-Bereich versuche ich alles auf Englisch zu lesen, weil das meistens das Original ist, das jemand geschrieben hat, das verstanden hat.
Und sehr viele Übersetzungen ins Deutsche sind Maschinen übersetzt und eigentlich auf, sehr schwer zu lesen. Ja, auf das bin ich eigentlich noch nicht. Im Augenblick ist die Situation oft so, dass einfach erklärt wird, wie die Software funktioniert. Mhm. Und das ist dann ein Deutschsprechender, der das eben präsentiert. Ich habe mir auch schon Englische angehört. Das ist dann eigentlich nicht ein Problem. Das ist was anderes. Geschriebene Anleitungen sind. Okay, nein, ich habe eigentlich. Das ist, läuft alles über Online-Tutorials und solche Dinge. Also. Stichwort Übersetzungssoftware. Glaubst du, gibt es Zukunft für Dolmetscher? Wird man in 10 Jahren keine mehr brauchen vielleicht? Ich glaube schon, dass man das immer noch brauchen wird. Mhm. Es wird erstens mal auf der höchsten Ebene vermutlich so sein, wo auch die Geheimhaltung dessen, was ausgetauscht wird, eine wichtige Rolle spielt. In dem Bereich würde ich mal meinen. Und ich glaube, dass es schon noch einige Zeit dauern wird, bis tatsächlich komplexe Dinge tatsächlich gedolmetscht werden können. Also einfache Dinge funktionieren ja heute schon, aber Osteopathie ist wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Da gibt es so viele Dinge, die nicht in der Alltagssprache vorhanden sind, wo man nicht Anleihen aus schon viel, weil letztlich, wie funktionieren diese Systeme? Das System lernt, wie ein Kind eine Sprache lernt, nur eben maschinell und nicht trotzdem nicht so, wie das menschliche Gehirn funktioniert, sagen wir mal so. Also ich glaube schon, dass es für komplexe Dinge, auch wenn es um das, was alles bei Sprache auch mitspielt, geht, da sind die Menschen vermutlich der Maschine immer noch ein schönes Stück voraus. Mhm. Es gibt ja diese emotionale Intelligenz oder diese, wie die Translationswissenschaftler es nennen, die Emorationalität. Ganz spannender neuer Ausdruck. Ja, ich habe ihn auch erst vor kurzem entdeckt, also wirklich diese Verbindung zwischen dem Denken und dem Fühlen oder dem Spüren. Und natürlich die Neurobiologie spielt da natürlich auch mit hinein. Wobei es da vor allen Dingen auch darum geht, Situationen zu erfassen beim Dolmetschen. Mhm. Wie geht es dem Gegenüber jetzt? Ja, ja. Ich glaube, der Begriff wurde entwickelt im Zusammenhang mit schwierigen Dolmetschsituationen, wie zum Beispiel im Rahmen der Flüchtlingskrise, wo ja sehr viele Dolmetscher im Einsatz waren und teilweise natürlich auch nicht professionelle Dolmetscher, einfach weil der Bedarf so groß war. Und wie geht man mit dieser Emotionalität um, die einfach vorhanden ist, weil diese Menschen schreckliche Dinge erlebt haben bei der Flucht oder eben auch schon vor ihrer Flucht. Also diese Dinge, das stelle ich mir sehr schwierig vor, das tatsächlich dann auch über eine Maschine noch vermitteln zu können. Dann hat man vielleicht diese 20%, die Spitze des Eisbergs, aber die 80%, die unter der Oberfläche verschwinden, die werden dann möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt, was natürlich das, was eigentlich wichtig ist in so Krisensituationen, wie so eine Flüchtlingsgeschichte eben mal ist, wirklich zum Nachteil des Betroffenen oder der Betroffenen auch ausfallen kann. Also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass Dolmetschen ja nicht nur heißt, Worte oder Sätze, die einer sagt, in einer anderen Sprache wiederzugeben, sondern du bist ja auch das Bindeglied zwischen dem, der da vorne steht und nicht direkt kommunizieren kann mit oder nur sehr eingeschränkt mit der Gruppe kommunizieren kann und der Gruppe. Und da spielen eine Menge nonverbale Faktoren ja, glaube ich, auch mit. Was fällt dir da alles ein dazu, zu diesen Unterwasserebenen? Und vor dieser Unterwasserebene, da haben wir sicherlich einfach mal. Man könnte jetzt ein bisschen theoretisieren, in die Kommunikationswissenschaft hineingehen und sagen, da gibt es so verschiedene Modelle, wie so eine Kommunikation eigentlich aufgebaut ist. Wir haben also diese 20%, wenn wir wieder zum Eisberg zurückkommen, einfach das Wort als solches mit seiner Bedeutung
Und dann haben wir natürlich diesen Appell, wenn ich mit dir spreche, dann möchte ich damit ja auch irgendetwas erreichen. Es geht auch um unsere Beziehungsebene natürlich auch. Wie gut kennen wir uns? Ja. Was hältst du von mir? Was halte ich von dir? Und Ähnliches. Und dann ist natürlich bei diesen ganzen Dingen noch immer so eine Art Selbstoffenbarung mit dabei. Und wenn man jetzt so als Zwischenglied vorhanden ist, dann muss man sozusagen beiden Seiten wirklich Rechnung tragen. Man ist einerseits das Sprachrohr dessen, der vorträgt, und sollte versuchen, dem gerecht zu werden, was er nicht nur sprachlich präsentiert, sondern auch, was er an Enthusiasmus, an Freude, was ja gerade in unserem Setting hier oft der Fall ist, dass die Leute sehr enthusiastisch von dem sprechen, was sie präsentieren. Die Liebe zum Beruf kommt natürlich da oft auch durch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese Dinge auch wirklich gut vermittelt. Und nicht nur jetzt die pure Anatomie, sondern oder die reine Physiologie, sondern dass man eben gerade das, dass man den Menschen auch präsentiert in gewisser Weise und nicht nur das, was er eben auch sagt. Ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Dolmetschens und gerade in dieser Dolmetschsituation auch ist, wo man Studenten vor sich hat, Leute, die etwas lernen wollen, weil der emotionale Aspekt ja auch ein sehr wesentliches Element ist im Lernprozess. Wenn ich jemanden gerne zuhöre, wenn ich das Gefühl habe, der tut das gerne, wenn ich das Gefühl habe, der liebt den Beruf, den ich jetzt gerade erlerne, dann geht es vermutlich ein bisschen leichter, als wenn da jemand draußen steht und roboterartig, und da wäre vielleicht dann die Maschinenübersetzung auch gut genug. Ja, also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ein Roboter, der einen anderen übersetzt. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Die WSO bietet natürlich da auch einen größeren Spielraum, weil die Studenten kennen mich. Und man kann auch dann zwischendurch mal sozusagen, wenn man merkt, es wird ein bisschen die Situation, es ist schon so lange und man eigentlich wolle alle schon Pause machen, dann mal sozusagen auch irgendwie etwas hinzufügen, damit der Vortragende auch sozusagen wieder die Stimmung der Studenten auffängt, weil er so in seiner Sache verhaftet ist. Das kann man anderswo vielleicht nicht unbedingt immer machen. Also gerade diese spezielle Unterrichtssituation, die gibt einem dann auch nochmal mehr Möglichkeit, auch Teil dieses Prozesses des Erlernens zu sein. Das finde ich auch eigentlich ganz, ganz spannend und schön. Ich glaube, dass du da ein Naturtalent bist in diesen Dingen. Aber wenn du dir jetzt selber zuschauen würdest, was tust du da? Modulierst du auch die Sprache so ähnlich wie der Vortragende mit laut und leise oder mit der Betonung, und übernimmst du die Gestik auch bewusst manchmal oder ist das schon automatisch? Bewusst läuft da eigentlich relativ wenig ab. Also ich glaube, es ist sehr vieles, das da vielleicht nicht ganz unbewusst, so halb bewusst passiert. Aber ich bin schon jemand, wenn der Vortragende große Gesten macht, dann mache ich auch große Gesten. Wenn er leise spricht, dann spreche ich auch leise. Wenn er laut spricht, spreche ich auch leise. Und wenn er enthusiastisch ist, werde ich enthusiastischer. Also ich erinnere mich immer an die Situationen, wenn die Laurence über ihren Löwenzahn spricht und die Wichtigkeit, wie man den überall einsetzen kann oder so irgendetwas. Ja. Da ist man dann einfach genauso enthusiastisch mit dabei. Und ich glaube, das macht es auch spannend, weil dann ist man auch ein bisschen mehr Teil des Ganzen und nicht nur sozusagen die Schnittstelle, sondern fühlt sich mehr als Teil dieses ganzen Prozesses, der da ja abläuft. Gut. Jetzt erzähl noch, wie war das mit der Merkel? Wie war das mit der Merkel? Ja, das war vermutlich der Höhepunkt meiner Karriere, kann ich jetzt mal sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen beleidigt, natürlich, wenn du das so sagst. Ja. Aber nach objektiven Kriterien lässt sich das argumentieren. Also es macht zumindest auf meiner Facebook-Seite, auf meiner professionellen, immer noch sehr viel her, dass man mich sieht. Auf der einen Seite sitzt die Merkel und auf der anderen Seite sitzt der tunesische Präsident und ich sitze unmittelbar hinter dem tunesischen Präsidenten.
Ja, das war ein Staatsbesuch der deutschen Kanzlerin in Tunesien und ich habe auch relativ viel in Tunesien gearbeitet aufgrund meines familiären Bezugs und habe diese Zeit nach der tunesischen Revolution auch sehr viel begleitet als Dolmetscherin, weil sehr viele deutsche Organisationen, Stiftungen und so weiter und natürlich auch die deutsche Regierung sich in Tunesien sehr eingesetzt haben und auch gerade was Politik, politische Kommunikation und so betrifft, da haben sie sehr, sehr viel gemacht. Wir haben junge Abgeordnete, Menschen, die noch nie in einem demokratisch gewählten Parlament gearbeitet haben. Politisch eine ganz aufregende Situation. Das war eine politisch sehr aufregende Situation. Und der Höhepunkt dieser ganzen engen Zusammenarbeit und der starken Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung war eben dann, dass die Kanzlerin nach Tunesien gekommen ist und ja, sie hatte natürlich ihre eigene Dolmetscherin mit und wie es bei diesen Situationen eben ist, man sitzt dann hinter dem jeweiligen Politiker. Ich saß eben hinter dem tunesischen Präsidenten und meine deutsche Kollegin hinter der Kanzlerin. Und ich habe dann also die Kanzlerin ins Französische übersetzt für den tunesischen Präsidenten. Und da gibt es eine ganz herzige Geschichte in diesem Zusammenhang. Ich kannte den, oder man muss es vielleicht umgekehrt sagen, der Präsident kannte mich ja schon, weil ich schon bei anderen Gelegenheiten, noch bevor er Präsident war, für ihn gedolmetscht habe. Und er ist ja, war ja schon ein sehr alter Herr, als er Präsident wurde. Und das Protokoll hat mich in den Saal begleitet und hat mir gesagt, bitte hier hinsetzen. Und da hat man ja so ein kleines Sesselchen hinter dem großen Fauteuil des Politikers. Und ich hatte das Gefühl, der Präsident hat mich nicht bemerkt, dass ich jetzt schon hinter ihm sitze. Und ich habe mich kurz vorgebeugt und habe gesagt, Herr Präsident, ich bin heute für Ihre Dolmetschung zuständig. Und dann hat er sich umgedreht, hat mich angelächelt. Ach, Sie sind das, das ist aber schön. Und ich war ohnehin schon so aufgeregt. Das war wirklich hyperventiliert. Aber es war eine sehr schöne Geschichte und eine schöne Sache. Ja, das war eines der Highlights. Ich werde es ein bisschen abschwächen. Meiner Karriere, ja. Und den Heinz Fischer hast du auch in Tunesien übersetzt? Auch in Tunesien, ja. Der hat einen zweitägigen oder eineinhalbtägigen Besuch gemacht. Das war auch sehr, sehr nett, weil der Heinz Fischer ja ein sehr, sehr netter, umgänglicher Politiker ist. Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Sie haben, darf ich das so laut sagen jetzt? Ja, so. Nein, das darf ich, glaube ich, gar nicht so laut sagen. ich frage dich nachher, wenn das Mikro aus ist. Okay, gut. Ja. Ja, das waren die Höhepunkte. Aber es gab viele andere wunderschöne Dinge, die nicht vielleicht so medienwirksam sind, aber es ist ein schöner Beruf, das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Stichwort Sprachen. Du hast ja gesagt A, B, C, Deutsch, Englisch, Französisch. Was hast du noch auf deiner Liste? Was würdest du gerne? Ich habe immer irgendwie das Bedürfnis, ich würde alle Sprachen gerne können. Und kann Dolmetscher brauchen. Und kann Dolmetscher brauchen. Und das geht sie nicht, wird sie in dem Leben nicht mehr ausgehen. Ja, ich kann halbwegs gut Italienisch noch, allerdings nicht für den professionellen Gebrauch. Und mein großer Gegner oder mein großer Wunsch wäre es, wirklich noch gut Arabisch zu lernen. Also ich habe so ein Hausfrauen-Arabisch, kann im familiären Kreis halbwegs verstehen, was passiert. Kannst fluchen. Ich kann fluchen, ich kann auch Leute zurechtweisen, wenn sie was tun, was ich nicht haben möchte. Das geht auch ganz gut, aber es ist einfach nicht gut genug, um es beruflich oder sonst zu verwenden. Und es wäre eigentlich ganz interessant, es beruflich zu verwenden, weil eben das noch eine ganz, ganz andere Welt eröffnen würde. Ich habe es wirklich, wirklich bedauert, dass ich in dieser Zeit, als diese Flüchtlingskrise da über Österreich hereingebrochen ist, nicht als Arabisch-Dolmetscherin arbeiten konnte, weil konnte ich einfach nicht.
Also das wäre so wirklich noch die Sprache, die ich wirklich sehr gerne noch lernen würde. Ich sage jetzt manchmal so scherzhaft, ich habe schon mehrere Anläufe genommen. Das mache ich dann, wenn ich in Pension gehe, aber das wird vermutlich noch ein paar Jahre Das hoffen wir sehr, das dauern. hoffen wir sehr. Ja. Gut. Zur deutschen Sprache, die wir ja beide lieben und die sich auch verändert im Laufe der Jahre, gibt es irgendwas, was da einfällt, was sich neu eingeschlichen hat und was du gar nicht magst oder so von den Ausdrücken? Was ich gar nicht mag im Deutschen. Also ich bin mal prinzipiell bin ich nicht kein Freund von weder vom absoluten Eindeutschen noch vom absoluten, es muss alles jetzt Englisch gesagt werden. Das ist das eine. Aber jetzt Begriffe, die fällt mir da jetzt was Gutes ein dazu? Eigentlich nicht wirklich, nein. Nein, da fällt mir jetzt gar nichts ein dazu. Okay, macht nichts. Ich dachte mir, vielleicht hast du so eine Liste, was du denkst, wenn ich das nur höre, das ist Ja, jetzt in aller Munde. es gibt schon so Dinge, es fällt mir nur im Augenblick nicht ein, aber es gibt schon so ein paar So Dinge. Ja, Reizwörter, ja, genau. okay. Das macht Sinn oder so. Ah ja, das ist Eventuell. ein gutes Beispiel, aber das ist mittlerweile so oft gesagt worden, dass es mittlerweile wirklich schon Sinn macht, nicht? Steht schon, Ja. vielleicht steht es eh schon im Duden, müssen wir mal schauen. Genau. Aber den Widerstand aufgeben müssen. Genau, das könnte durchaus sein. Manchmal ist es ja wirklich so, je öfter man es hört, desto vertrauter wird es einem dann und dann. Gut, die letzte Frage. Wir Osteopathen, wir sind uns ja nicht einig, was Osteopathie eigentlich ist. Aber wenn man doch nach ungefähr 15.000 Osteopathie-Unterricht schon, vielleicht warst du das und vielleicht kannst uns du das zum Abschluss sagen. Was ist für mich Osteopathie? Naja, ich würde sagen, es ist eine ganzheitliche Methode, die mit manuellen Techniken versucht, den Körper wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das sowohl auf struktureller als auch auf viszeraler und auf kranialer Ebene. Und hinzufügen würde ich vielleicht noch, dass wenn der Körper wieder in Balance ist, dann ist der ganze Mensch in Balance. Da kommen wir wieder zum Anfang meines Satzes, dass die Ganzheitlichkeit, also Körper, Geist und Seele, spielt dann natürlich da auch wieder hinein. Also so ist mein Verständnis. Und dann aus ganz persönlicher Sicht ist Osteopathie einfach toll, wenn man es als Patient erfahren darf. Und ich glaube, das ist mit eines der größten Geschenke, die mir das Leben gemacht hat. Nicht nur, dass ich für die WSO dolmetschen darf, sondern auch einfach, dass ich das genießen kann, in den Genuss komme, osteopathisch mich behandeln zu lassen und das eben kennenlernen durfte. Denn ja, diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, sollten das tunlichst tun. Gut, vielen Dank. Ich Besten schaue mal, Dank. ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Bin nicht sicher, ob das bei mir aktuell ist. Siehst du Fragen im Chat? Jetzt wäre die Gelegenheit, sollte noch wer was von der Gudrun wissen wollen oder noch was kommentieren wollen zu unserem Gespräch. Gut, dann noch einmal herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Morgen geht es weiter mit dem Sebastian Fitzinger. Der wird über Segmental Looping sprechen, seine Theorie, sein Modell, wie wir mit der Osteopathie an zentralen Regulationsmechanismen arbeiten und die aktivieren können, manchmal inhibierend und manchmal fazilitierend. Nächste Woche wird es dann weitergehen mit einem Programm, das wir gerade erst zusammenstellen. Bruno Ducoux hat schon zugesagt, Erich Meyer-Falli wird wieder dabei sein mit seiner Embryologie-Werkstatt und einiges andere wird dann noch kommen. Wir werden das wieder so machen, dass wir übers Wochenende die Aufzeichnungen von dieser Woche freischalten und euch dann auch das Programm für die nächste Woche schicken. Vielen Dank und schönen Abend.